So, meine Lieben, jetzt versuche ich mal den Song If I Ain't Got You von Alicia Keys. Ist ja sehr schwierig. Ich wollte euch auch noch mal bitten, vorher erstmal zu gucken, ob es schon Tutorials gibt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es zu dem Song bestimmt schon Tutorials gibt. Es ist ja dann sonst meistens der Knackpunkt, dass ihr keine englischen Tutorials gucken wollt. Das kann ich dann ja auch verstehen. Aber guckt bitte vorher mal nach, weil ich finde das immer so unsinnig, wenn ich dann noch Tutorials mache zu Songs, die es schon längst gibt. Okay? So, jetzt probieren wir das mal. Ich sag euch gleich, ich warne euch gleich, ich kriege die Melodie auf gar keinen Fall hin. Ich vergesse die immer. Zumindest von dieser ersten Strophe oder was es ist. Fangen wir mal an. Capo habe ich jetzt auf dem fünften Bund. Ihr müsst mal gucken, wie hoch oder wie tief ihr das singen wollt. Wenn ihr es höher singen wollt, dann macht ihr ihn vielleicht sogar auf den sechsten. Wenn ihr es ein bisschen tiefer singen wollt, auf den vierten. Ich habe es jetzt auf dem fünften. Und dann fängt das ja an. Im Original ist das ja mit hier Klavier oder Piano oder so. Und dann habe ich mir so ein paar Covers angeguckt, also ungefähr. So ähnlich. Nicht so, aber so ähnlich. So, das ist das Intro. Das ist einfach A-Moll 7. Das ist wie ein normales A-Moll, aber ihr lasst den Ringfinger weg. Und dann zupft ihr einfach die zweite, dritte und vierte Saite. Habe ich jetzt bei allen Griffen so gemacht, weil das ziemlich hoch klingt beim Klavier. Ihr müsst gucken, sonst zupft ihr vielleicht andere Saiten. Also, A-Moll 7 greifen und einfach zweite, dritte, vierte. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, ich weiß gar nicht, wie oft. Achtmal, glaube ich, mache ich das, glaube ich. Dann kommt B-Moll 7. Das ist im zweiten Bund die erste, dritte und fünfte Saite von unten. Dann wieder A-Moll 7. Dann MG. Ja, ich greife das G ja anders als ihr. Bei euch klingt das wahrscheinlich so. Bei mir klingt das so. Dann das C. Ihr müsst mal im Song eben hören, wie oft. Dann kommt wieder dieses B-Moll 7. Dann nochmal A-Moll 7. Und das G. So ungefähr. So, und jetzt kommt die erste Strophe. Dafür brauchen wir G, E-Moll, A-Moll 7 und D7. Ich sage immer, D7 ist spiegelverkehrt von normalen D. Zeige und Mittelfinger bleiben. Ja, aber ihr setzt die Finger jetzt an, das ist total doof erklärt, oder? Also so ist normales D und das ist einfach spiegelverkehrt. Also im zweiten Bund bleiben die Finger. Im dritten Bund habt ihr gar keinen Finger und im ersten Bund habt ihr den Zeigefinger auf der zweiten Seite. Wieso sage ich das nicht gleich so? Also das ist dann D7. Und dann spielen wir danach G, E, A-Moll 7 nochmal und D7. So, und dann können wir das entweder einfach nur ein Downstrum machen. Some people live. Ich kann die Melodie nicht, ich spreche das jetzt einfach nur. Some people live for the fortune. Dann A-Moll 7. Some people live just for the fame. Dann G. Some people live for the E, power year. Und dann A-Moll 7. Some people live just to play the D7 game. So können wir es machen, wenn wir es ganz leicht haben wollen. Ansonsten kann man nochmal, ich habe das vorhin irgendwie so gemacht. Irgendwie so. Einfach nur down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. Down up 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 down up. So, vielleicht fällt euch noch was anderes ein. Das wären jetzt meine beiden Ideen. Dann kommt die Bridge. Some people think that the physical things, bla 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 bla. Das ist jetzt G major 7. Normalerweise ist das
hier die erste Seite im zweiten Bund und hier oben ein normales G, sag ich mal. Hier oben ganz normal. Aber das ist total doof zu greifen. Und ich hätte es jetzt einfach so gemacht, dass ich unten da nichts anschlage, also mache ich nur hier oben so ein halbes G. Ansonsten hier halt noch Zeigefinger oder so hinquetschen. Aber ich mache einfach, ich schlage nur hier oben an und dann ist es, glaube ich, egal. Also, ich muss das mal eben hochspulen. Some people think that the physical... Also, some people... Dann kommt dieses A-Moll 7. Think that the... Dieses B-Moll 7 nochmal. Physical... Wieder A-Moll 7. Things... G-Major 7 oder 7. Define... A-Moll 7. Words... B-Moll 7. Within... G-Major 7. I've been there before, but that's life's a bore, so full of superficial. Und jetzt versuchen wir das mal. Strumming habe ich aufgeschrieben. Down, down, up, down, up. Down, down, up, down, up. Some people think that the physical things define words within. I've been there before, but the life's a bore, so full of superficial. Und dann geht es ganz schnell rüber in den Chorus. Ich weiß, ich kann das ganz und gar nicht singen, aber egal. Jetzt kommt der Chorus. Some people want it all. Das ist jetzt C Major 7. Das ist eigentlich nur, jetzt muss ich nochmal sicher sein, mal gucken. Ja, das sind eigentlich nur, so wie beim G hier oben, einfach jeweils ein Finger runter. Vierte im zweiten Bund und fünfte im dritten Bund. Und das ist dann Some people want it all. Want it all. Das singen wir doch höher, oder? Some people want it all. Keine Ahnung. Dann kommt B-Moll 7. If I ain't A-Moll 7. You baby. Ich muss mal eben hochspielen, ich kann das nicht lesen. Es ist auf jeden Fall C-Major 7. C-Major 7. Oh Gott. B-Moll 7, A-Moll 7 und G-Major 7. Zweimal nacheinander. Ich schreibe euch das gleich sowieso in die Infobox. Also dann irgendwie so. Strumming habe ich genommen, down, down, up, down, up. Genau das gleiche wie gerade in der Bridge. Ups. Ah, G, Entschuldigung. Ah, falsch, nochmal. Some people wanna know that I don't want nothing at all. If I ain't got you, babe. If I ain't got you, babe. Na 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 na. Oh Gott. Ja. Was anderes fällt mir nicht ein. So könnt ihr das machen. Noch mal hören, weil ich glaube, zum Schluss die letzten beiden Griffe irgendwie werden nicht ganz so lange gezupft. Hört euch das einfach noch mal an im Original und dann ja. Thank you.
und so weiter und so weiter. Gut, das reicht, glaube ich. Ich muss jetzt was essen, ich habe Hunger. Adios.